Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Du musst da vorgehen. Oh Mist, ich bin über den drüber gesprungen. Ich spiele heute, du musst mal vorgehen, also. Aber das ist ganz gut. Man kann übrigens, wenn man die Waffe wirft, kannst du die Zombies umhauen. Ja. Guck mal, hier ist unser ganzer Hafen. Kann jeder ein Boot nehmen. Ja, jeder ein Boot, ist doch eine geile Action. Aber ich weiß nicht, ich hab sogar eine MG auf dem Boot. Kann man die einfach draufpacken oder was? Ja, kannst du draufpacken, easy. Sehr gut. Ach ja. Ich weiß zwar nicht, wo es. Ach nein, jetzt habe ich einen Passagier sitzen. Ja! Alter, aber ich kann nicht zum Fahrer wechseln. Wie blöd ist das denn? Du musst erst einmal nahe hin oder du steigst einfach bei mir jetzt ein. Ach naja, ich dachte, wir nehmen alle drei Boote. Ja, kannst du auch machen. Ich folge euch sowieso. Bist du auf dem Boot? Ja? Okay. Ja. Sag mal, Freunde. Ich fahre mit dem Boot, mit dem Boot. Ich fahre mit dem Boot. Hä? Irgendwie fahre ich falsch, habe ich das dumpfe Gefühl. Ja, dann fahre ich mal richtig. Nee, ich fahre auch richtig. Wie jetzt? Was dann fahren jetzt? Wir falsch. Nee, ja, ich weiß nicht. Falsch. Oh ja, wir fahren falsch. Naja, war ja klar. Erstaunlich bin ich. Warum bin ich plötzlich hier der vernünftigste Spieler? Du bist der Pro-Gamer. Du bist der Pro-Gamer. Ja, was ist hier nur los? Der Rumpel war letztes Mal nur so gut, weil er das Spiel schon durchgezockt hatte, alleine. Hat er auch. Der hat das ja schon einen Tag vor Release schon gezogen. Gezogen vor allem. Aber wie geil sieht das denn aus? Der Sam Hardy hat gerade irgendwie einen Dance hingelegt oder sowas. Und jetzt juckt er sich mit der Machete. Der Hardy. Der so, wo müssen wir den denn installieren? Das werden wir jetzt sehen. Also es gibt verschiedene Punkte, wo wir die installieren müssen. Oh ja, ich sehe schon einen. Oh, es sind angeblich vier. Nicht, sag mir jetzt nicht, wir hätten vier MGs gebraucht. Drei MGs. Und die Gasbuddeln wurden resettet. Das ist natürlich toll. Drei MGs hätten wir gebraucht. Nee, ich glaube, wir können einfach nur an vier Positionen die MGs aufbauen und die dann wieder abbauen. Okay, ich habe eine Position. Nee, dann nehme ich mal die andere Position, ja? Also andere Seite, meine ich. Nee, dann bitte die gleiche. So. Geil. Aufstieg. Geil! Oh, jetzt ist er wieder da runter, das gibt's doch gar nicht, ey. Gronk, befestige mal da den Zaun, hä? Kleiner Gronk. Warte, ich kann ja noch ein paar Minen verteilen, fällt mir gerade ein. Ihr könnt doch den strafenden Spalthammer nehmen. Warte mal. Der ist super, der kommt voll gut an. Verteile mal einfach ein paar Minen hier draußen. Ja, mach du mal. Nein, nicht schießen. Nee. So. Drück mal B. Nee, lass uns erstmal Minen verteilen gerade, weil das wird bestimmt der epischste Kampf, den wir je gesehen haben. Mit zwei Zombies. Ich verteile ja überall mal diese Minen rund ums Gebäude. Ich gebe denen sowas von Saures mit der MG, ey. Das ist nämlich die Terror 4000. Oh, jetzt was Saures, so saure Pommes. Saure Zungen sind geil, ne? Oh, ja. Oh. Weißt du nicht, wen du so kennst? Ist ja widerlich. So, also ich habe gelegt ein bisschen hier und da. Ah, ich musste gerade trinken, ich konnte nicht zuhören. So. Ach, das war der Grund. Dann mal los, ich will jetzt Action. Yo, da bin ich auch stark für, Freunde. Lasst uns den Pennern in den Arsch treten. Let's rumble. Yeah. Ups. Kommst du ran? Wollte nicht übersteuern, sorry. Oh, hier sind noch Medien. Ach so, muss ich darüber zu euch, ist ja blöd. Ja. So, nu? Ich wieder zurück zu MG. Okay, dann. Ich positioniere mich unten mit meiner scharfen Waffe. Geil. Du kannst das Gewehr zu einem anderen Punkt verlegen. Ich glaube, das müssen wir auch machen. Ja, du musst. Nee, das ist doch okay bei mir. Nee, ich meine, wenn du merkst, halt an einer anderen Position kommen die Zombies rein, dann. Mit F halten. Ja, genau. Okay, kommen die auch mal? Ey, da muss noch einer. Ich glaube, einer muss mit ihm reden noch, ja. Gronk, machst du das eben? Ich mach das eben. Danke. Ich genieße die Aussicht. Ja. Bin nämlich hier so geil bereit, gerade mit der MG zu ballern. Ich bin so geil bereit. Okay, komm, du darfst auch mal schießen, wenn du willst. Es geht oben, weiter. Ne? Das geht schon. Hier ich oben kannst du mal die MG benutzen, wenn du magst. Du, jetzt so lieb von dir, das ist so lieb. Ah, Rumble! Ich hör's! Rumble in the Jungle! Versammelt euch! Boah, Alter, wie nervig ist das denn? Wieso geht's denn jetzt nicht mal los hier? Jetzt aber, hier. Das Geräusch der Pumpe zieht doch die Zombies an. Macht ja, das weiß ich auch, aber ich muss jetzt hier 10-mal hin und her laufen, bevor ich einmal schießen darf. Ja, verstehe ich. So, von wo kommen die Zombies? Ich sehe noch keinen Angriff. Ich sehe noch gar keinen, ja. Wasserspiegel.
Ah, da okay. Kommen sie ja schon. Ah, aber die sind auf der anderen Seite, dann komme ich mal zu euch. Mist, ich habe keine richtige Schusswaffe mehr. Ich aber. Boah, die ist ja geil, Alter. Achtung, Gronkh. Die hat auch wenig Muni, ne? Du musst okay, ein bisschen aufpassen, ja, dass deine Muni nicht verbrät. Bin weg. Ja, ist okay. Hast du schon geschossen? Ja. Achso. Sind alle, fast alle weg. Aber du kannst mal oben hier herkommen und da bei denen, wo ich nicht hinkomme. Oh, nice. Es sind auch ein paar mehr diesmal. Ja. Bams! Hier oben zum Beispiel links, die machen hier schon das Tor auf. Siehst du das? Ach da, ja, okay. Da kommt man übrigens raus. Hä? Da ist gerade ein Zombie bei mir unsichtbar gewesen. Jetzt steht er plötzlich wieder auf, das ist ja strange. Boah, das Wasserleiche. Das sind diese bekannten Unsichtbaren. Oh, Stumpi! Wuhu! Die Wasserleiche nehmen wir hoch, Alter. Ja, da könnte man mal fast eine... Oh, ich habe keine Muni mehr. Ich hab's erledigt. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe nur noch 74 Schuss. Na, dann werfe ich jetzt mal da unten. Ah, der Gronkh hat da eine Mine hingelegt. Sehr gut. Ja. Ich verteile zwischendurch noch wieder. Ach, ich höre schon. Rums. So, wie sieht's da unten aus? Der Gronkh ist ja auch großer Fan vom Karneval in Kölle. Bitte was? Aufstieg. Ich hab noch... So. Ah, meine Muni ist auch leer. Toll. Aber dafür bin ich ein Level höher. Ich mach mal hier unten wieder das Tor zu. Wo sind denn viele? Sind das alle gewesen oder was? War ja vorne, die greifen jetzt ein. Acht auf die Minimap, wo die roten Toten auftauchen. Wo kriegst du denn Muni her? Für die Waffe. Ja, das war nur einer, der ist lächerlich. Sag, wo kriegst du Muni her? Weiß ich nicht, meine ist leer. Ah, meine ist auch leer. Das war's dann schon. Alter, war's jetzt ernsthaft? Ich bin jetzt einfach rausgegangen. Ich hab meine Benziner gelegt. Okay. Sag Bescheid, ach, wenn ihr mal auf irgendwas schießt, auf, ne? Auf die other side, von hinten kommen sie jetzt. Das mögen wir doch am meisten. Ja, ach, ja, endlich. Du magst es am meisten, Schatzi. Oh mein Gott. Ich sehe immer noch keine Zombies von hinten. Ich auch nicht. Ah, jetzt. Ach, da liegt eine Gasbuddel. Machst du mal die Gasbuddel? Ja, mach ich. Die habe ich im Visier. Dann halte ich mich mal so dezent zurück. Du könntest die mal da hinlocken. Toll, ich habe das Gewehr abgebaut. Warte mal gerade, ich habe eine geile Idee. Oh ja, das könnte ich auch mal machen. Gronkh, ich komm mal zu dir. Ja. Alter, jetzt liegt er da auf dem Boden, der Arsch. Was hat sowas von nicht gebracht, mein... Boah, jetzt aber. Alter, das war so schlecht bei mir. Warte mal hier. Gumpi, geh mal zur Seite. Nein, ich habe gerade... Achtung! Oh, ach, Mann, Alter. Was machst du denn? Das war scheiße. Das war echt dämlich. Warte, ich rette dich. Das war dumm. Ja, das von war wegen, hast dumm. Du dich, hast du dich. Ich war gerade in Rage und hab die alle ich weggemacht. Ich hasse dich, ist geil. Nein, hast du nicht, sagt er. Hast du nicht. Oh, jetzt habe ich mich selber umgebracht. Aber ich habe trotzdem alle mitgenommen. Pro-Gamer Saraza. Pro-Gamer auf einem neuen Level, weißt du doch. Alter! Oh, die hauen aber auch rein. Ich glaube, das war nicht mal nur ich gerade. Ich laufe da hin und explodiere einfach. Ach, das war bestimmt eine Mine gerade. Aber dann können wir selbst die Minen auslösen, das wäre super ätzend. Nee, aber der Zombie hat die bestimmt ausgelöst. Ja, aber das wäre doch rein logisch eigentlich. Nee, wir können die selber einsammeln. Mach mal die Granate, Rumpi. Ja, mach das. Oh, aber nicht so nah! Das war nicht ich. Sondern? Das ja, war keine bestimmt Ahnung. War bestimmt auch wieder eine Mine. Das kann nicht sein, wir haben doch nicht meine so viel... Meine habe ich hier vorne, das nee, war da lag der Gronkh. Die Mine, nein, die Mine hat die Gasbuddel ausgelöst. Was? Das war ein Bonus. Ja, die Mine ist explodiert, hat die Gasbuddel mitgenommen. Vorsicht, da ist auch eine Gasbuddel. Geh weg da, Gronkh. Ja, warte. Okay, warte. Bin weg. Okay, super. Ich kümmere mich um den Rest. Ah, jetzt komme ich auch wieder. Was? Alter, der Rest kümmert sich um uns. Von wegen. Ja, yeah, ich komme, ihr kleinen Penner. Cool, was? Was ist das denn jetzt? Netze, Schnatze, Schnitzel, Schnutz. Alter, manchmal ist diese... Boah. Warte hier, wir müssen helfen, Alter. John hat Probleme, geht einem hier. Aua. Oh mein Gott. Rumpel hat auch Probleme, ich muss Rumpel erstmal helfen. Okay, dem gebührt eine Loyalität. So, Ausdauer sammeln. Ihr seid jetzt voll aggressiv gegenüber mir, nur weil ich dieses eine Granate geworfen habe. Nee, wir hassen dich auch so. Ja, ich habe auch schon wieder die Facebook-Freundschaft gekündigt, so sieht's aus. Alter, ey, du bist so gnadenlos einfach. Hast du wieder die Facebook-Freundschaft gekündigt, Alter? Ja. Ich glaube, er hat schon wieder die Facebook-Freundschaft gekündigt. Ey, ich dachte, du wärst mein Kumpel rum. Facebook-Freundschaft ist weg. Ich repariere mal kurz mein Gift-Ding. Ich dachte, wir wären gute Freunde, aber von wegen, okay. Ey, du bist so ein Wichser.
Alter, ja gut, unabhängig davon. Alter, jetzt aber. Ist aber doch schon mehr los. Ich mach mal wieder hier oben zu, ja? Okay, komm, ich springe mal wieder nach unten. Ich will da nicht hinrennen, gerade. Okay. Oh, da kommt ein Selbstmörder, das ist ja unangenehm. Was hat die denn bitte für eine Boah, Vorsicht, da kommen jetzt überall Selbstmörder, Leute. Was sind denn Selbstmörder? Ja, dieser Exploder. Executor. Oh, Tatsache. Oh, da bin ich auf verlorenem Posten hier draußen. Ja, da müssen wir mit Fernwaffen dran. Ich sollte mal ansonsten versuche ich mich... Huch! Ansonsten versuche ich mich da gerade ein bisschen zu kümmern. Wuhu! Alter! Ah, die Musik ist jetzt diesmal ganz gut, ne? Ja, das stimmt. Ey, oh, Schläge! Aua. Alter, Vorsicht, wer hat das geworfen gerade? Ich hab nichts geworfen, ich bin hinten. Ich hab auch nichts geworfen. Ich bin hier gerade am Fighten wie ein Irrer. Gemeinsam mit der Harlow hier. Das Haar sträubend. Warte mal, ich hab noch Bomben und sowas, ne? Das könnte ich mal werfen. Ja, dann fällt dir aber früh ein. Ich hab noch welche. Oh, jetzt regnet es auch so ätzend. Ich sehe gar nicht, wo die Zoppel sind. Ich spring den einfach die ganze Zeit auf den Kopf drauf, das geht auch ganz gut. Oh, Alter. Ich hätte bloß nichts sagen sollen. Aber das sah auf jeden Fall geil aus, wo ich euch eben die Luft gejagt habe. Oh, hier also ist ja auch wieder offen alles. Kotzer. Infizierte und Geher. Ja, der Bestien. Schläger. Geht dein. Wo? Ja, hier, wo ich bin. Links Alter, unten. Ich, okay. Hallo. Oh, Zombies sind schon drin. Die Zombies sind in der Basis. Ja, aber ganz schön viele sogar. Was? Ich sehe gar keine. Okay. Ach, das ist ein Oberboss hier. Ja, ja. Okay, warte mal. Jetzt geht's ab hier. Warte. Yes, jetzt. Sehr gut, Gronkh. Wenn er kotzt, dann ist das echt super. Dann kann er nicht mehr schlagen. Und immer in den Rücken. Im Rücken sind die sehr... Ich hab noch Raserei hier schön draufgeballert. Da war der ganz schnell weg. Boah. Im Rücken sind die sehr anfällig übrigens. Hast du es geschafft jetzt? Ja. Ich mach's trotzdem nochmal zu. Ging aber, ne? Und ja. Sofort spielt ein Klavier. So, Reparatur, würde ich sagen. Jo. Ach, war mal eine lustige Runde. War jetzt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, wir haben richtig Laune gemacht. Wir sind gerade ein gutes Team, muss ich sagen. Ja, vor allem, wenn ich Granaten werfe. Ist total gut. Das ist das Beste. Ach komm, war trotzdem cool irgendwie. Oh, so was ist denn der Langdolch? Ja. Der ist super, der Langdolch. Der Schotti. Der Schotti ist richtig geil, Alter. Harpunen den grade nicht mal ab. Da kann ich den Langdolch ja nicht mit Gift, nicht so Mann. Sind alle noch am Leben, sagt Harlow. Ja, guck nicht so grimmig. Boah, wie grimmig guckt die denn? Alter. Harlow, immer mit der Rohr. Warner guckt so einfach so völlig in die Luft gestarrt. Ja, Henry, machen wir auf jeden Fall noch. Wenn man den Leuten mal ins Gesicht guckt, ist so geil. Primitive Sichel. Ah, okay, die kann ich noch aufpimpen. Ich könnte mal ein bisschen jetzt, Alter, primitive Sichel wird super. Oh, eine punktgenaue Pistole ist unsere Belohnung, ne? Nur zur Information. Gut, dass wir so viel Ausrüstung haben. So, die primitive Sichel. Ich habe jetzt zwei Giftwaffen und die Sichel ist super. Also dieser schottische Langdolch ist doch der Hammer, Alter. Ja, hab ich gerade verkauft. Echt? Aber der hat mega viel Schaden. Ja, aber der bringt mir ja nichts, wenn ich 39. Wenn ich auf stumpfe Waffen gehe. Ey, ich habe jetzt die Harpune gar nicht ausprobiert, ich blöd, Mann. Na, ich auch. Die punktgenaue Pistole grade ich mal ab, die brauchen wir bestimmt noch. Der Basie, den verkaufe ich jetzt auch mal, obwohl man noch upgraden könnte. Kostet zwar richtig viel, aber meine Pistole macht jetzt 1700 Schaden. Nice. Oh, hier liegt noch eine Mine. Die Harpune, ne? Nee, die Pistole. Achso, bei mir ist die Harpune, die gemacht wird. Die Harpune ist auch ganz gut, aber nicht so stark wie die Pistole. Die Harpune, die ist echt gut. Aber die habe ich jetzt auch nicht so upgegradet, natürlich, muss ich dazu sagen. Also. Ist ja voll das RPG-Feeling hier, ne? Voll. Einfach nur RPG-Feeling vom Feinsten, Alter. Spiel ist überhaupt einfach nur vom Feinsten. Die ganze Produktion ist einfach... Ich habe selten so ein geiles Game gesehen. Ganz ehrlich, das macht ja mit euch absolut Laune. Aber da ist alleine, ich würde abkacken, ey. Man merkt die Liebe in jeder Masche bei diesem Spiel einfach. Also wenn ich das Spiel alleine spielen müsste... Was? Hier ist ja die Wucht. Wisst ihr, wofür die Wucht eigentlich genau gut ist? Zum Umwerfen wahrscheinlich, denke ich mal. Alter, nimm die schnelle Methode. Na gut.
Hätte ich stelle eine schnelle Pistole wieder nicht genommen. Den Molotow-Bauplan kaufe ich auch mal eben, so. So, ich lasse die Schaufel jetzt mal liegen, die brennende Schaufel. Ah, scheiß auf die. Huch. Ach so. Hm? Nix. Mal ganz kurz, ob ich die Pistole noch upgraden kann. Warum scheißt du immer so viel, Gronkh? Ja, generell. Ist ein Hobby. Wer hat denn hier eine Schaufel mit Flüssigfeuer weggeworfen? Das war ich gerade. Verkauf die doch, Alter. Du bist so direkt neben Händler. Ja, ja, egal. Verkauf du die gerne, wenn du möchtest. Guck mal, hier ist die Palanai Island. Die andere ist ja Banoi und jetzt sind wir auf Palanai. Das stimmt. Wurde auch erst nur im Intro gesagt. Da haben sie auch schön ein Anagramm einfach mal draus gemacht, anstatt sich was ganz Neues auszudenken. Jedenfalls klingt so. Also diese Maschinengewehre, das war ja so mittelprächtig gut, ne? Das hätten sie ruhig mal ein bisschen mit unendlich Muni machen können, dann hätte es richtig gebockt. Finde ich auch. War ein bisschen sinnlos irgendwie, habe ich das Gefühl. Extra hingelaufen, hat man 3 Schüsse abgegeben und dann war es das. So, es gibt neue Minen. Ich platziere mal draußen wieder ein paar Minen. Aber ich glaube, ja, hier kommen keine mehr. Wir können doch jetzt durch den Tunnel durch. Wir müssen jetzt da runter durch den Tunnel. Die Frage ist halt, ob wir das jetzt machen oder in der nächsten. Nee, in der nächsten auf jeden Fall. Ja? Aber okay. Ich sehe schon den Eingang. Spannend. War da auch gerade drin. Es sieht aus wie praktisch bei Penumbra Amnesia oder was auch immer. Alter. Naja, das war ein bisschen heller. Horrorspiel. Bisschen heller, würde ich sagen, ne? Oh mein Gott, was uns da unten wohl erwartet? Was wird uns so erwarten? Oh ja, die spannende Nasse Tüte. Hier, hat einer von euch Einbrecherstufe 2 eigentlich? Nee. Ich auch nicht. Damn it. Na gut, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf eine neue Folge, nämlich morgen. Morgen wird die beste Folge aller Zeiten, Alter. Da freue ich mich schon voll drauf. Die ist so super. Ich habe die schon gesehen, Alter. Die ist so geil einfach. Genau, da wird nämlich der Gronkh seine Wohnungsadresse bekannt geben. Genau. Habe ich auch gehört. Ich wohne doch da am Rewe. Überm Rewe wohne ich übrigens. Nee, du wohnst irgendwie neben der Müllhalde. Da wohnst du. Nee, auf der Müllhalde. Nee, neben der Müllhalde und gehst immer einkaufen, weil auf der Müllhalde. Ich habe mir wie bei Minecraft, habe ich mir da so ein Haus drin gebaut, weißt du? In der Müllhalde. Ach ja, so bis morgen, Freunde. Deswegen auch die Lumpenkleidung. Und dieser komische Schlips. Echt, aber warum hat dein Charakter eigentlich so einen Schlips an? Das Teil ihres Berufs, weißt du? Teil ihres Berufs. Da machst du immer so einen Tanz. Ich habe eben Schlipsaugen. Alter, was auf deinem Gestell steht? Xiang Mai und da drunten? Das kann ich nicht lesen. Geheimagent. Guckst du wieder auf die Brüste? Ja, kannst du das lesen? Nee. Bumpy. Warte mal, vielleicht wenn ich eine Harpune nehme. Wie siehst du denn aus? So. Guck mal den Rumpel an, Gronkh. Hm? Mit dem komischen. Was ist denn jetzt wieder los? Voll der Verhinderte einfach. Ja, jetzt wieder cool. Ja, eben, da zack, wieder cool. Aus. Wieder wie sieht das bei mir aus mit der Mine? Habe ich noch welche? Ich habe die gerade nicht dabei, schade. Ich habe aber eine, warte. Hier. Ja, bei dir sieht das aus, als würdest du jetzt irgendwie jemandem eine geben wollen. Also jetzt ein Bier in der Hand. Ja, oder ein Fernglas. Genau. Ja, ein Fernglas. Komm, dann gucke ich mal mit hier auf Gronkhs Brüste. Aber du guckst die ganze Zeit nach oben irgendwie, so verkrampft nach oben. Oh. Nein! Ach, Idiot. Rumpel. Das war jetzt gar keine Absicht. Natürlich war das Absicht. Wie soll das denn nicht Absicht gewesen sein? Wie ist das denn möglich, menschlich cool, möglich, dass das nicht Absicht war? Ich bin gerade ernsthaft aufgestiegen. Ich auch übrigens. Wie geht das denn bitte? Ja, weil jeder Tod bringt Erfahrungspunkte. Ich habe euch einen Gefallen getan. Gesundheitsregeneration. Ach, nein, ich habe gerade Gesundheitsregeneration 1, wenn betrunken. Ja, das könnte lustig werden. Nein. Nein! Kann ich das rückgängig machen? Erhöht die Maximalgesundheit, lala. Erhöht die Ausdauerregeneration. Wisst ihr, ob man das rückgängig machen kann? Nee, geht nicht. Oh, wie behindert. Naja, egal. Wir leveln doch sowieso so schnell. Ja, echt, das ist echt wurscht. Hier sind schwerer Schraubschlüssel, Bobby. Ach, schon wieder zwei Punkte? Alter. Jetzt machen wir Feierabend für heute, oder? Ja. Ich level mal gleich offscreen. Bis dann, tschö. Bis dahin, tschüss. Tschüss.